Hier in Hamburg-Neumühlen liegt der Museumshafen Övelgönne. Ein Verein, der historische Schiffe, die früher einmal auf der Niederelbe und im Nordostseeraum gefahren sind, pflegt und restauriert. Heute machen die ehrenamtlichen Mitglieder Frühjahrsputz, denn der 825. Hafengeburtstag steht vor der Tür. Da es viel zu tun gibt, muss trotz des Hamburger Schiedwetters jeder mit anpacken. Und das nicht nur in Övelgönne, sondern auch in Finkenwerder auf der Behrenswerft. Denn hier liegt zurzeit das Flaggschiff des Vereins, ein Finkenwerder Hochseekutter von 1928. Jedes Schiff im Museumshafen hat seine eigene Crew. Auch mit dabei ist die Maschinistin Anja Micheli. Hauptberuflich bin ich Musiklehrerin an der Musikschule, gebe dort Blockflötenunterricht. Und das hat natürlich überhaupt nichts mit Schiffen zu tun und auch nichts mit Technik. Und ich kenne viele Musikerkollegen, wenn man dann erzählt, dass man hier kopfüber in der Bilge hängt und die ganze Zeit mit schwierigen Fingern hier rumhantiert, dann schütteln die auch nur den Kopf. Ich mache das jetzt hier seit 7 Jahren und ich habe es noch nicht bereut. Und klar, es ist anstrengend, es ist dann nervig, wenn man hier da steht oder auch im Winter bei Schneegestöber auf dem wackeligen Gerüst steht und Farbe abkratzt. Man muss schon ein bisschen verrückt sein, um das so zu machen. Aber es ist so ein bisschen die Einstellung so, es ist unser Schiff hier und wir wollen, dass es in Fahrt bleibt und dass es erhalten bleibt. Und da muss man dann eben durch und dann macht es auch Spaß und dann hat man auch so die Motivation und die Belohnung hinterher, wenn das Schiff dann wieder ins Wasser kommt und lossegeln kann. Das ist dann schon einfach ein tolles Gefühl. Viele Gäste haben bereits für ein Ticket auf der Präsident Freiherr von Malzahn für die Einlaufparade am Hafengeburtstag bezahlt. Doch bis dahin steht Anja und der Crew noch so manche Herausforderungen im Wege. Das Problem ist halt, dass im Winter gerade auch, wenn irgendwie Eis oder jetzt auch an so einem Liegeplatz in Övelgönne ist immer sehr viel Treibgut, was da rumschwimmt und Holz und das schrappt dann hier immer, das schrappt uns da auch immer die ganze Farbe auch immer ab. Und da ist natürlich auch durchaus mal, dass dann halt Teile von den Nähten rausgezogen werden. Aber auch wenn die Zeit drängt, Pausen müssen sein. Und während es draußen weiter nieselt, wird unter Deck in der Kombüse bereits das Mittagessen vorbereitet. Ja, das ist immer ein Abenteuer für sich hier zu kochen. Wir kommen manchmal auch für unsere Gäste. Wenn wir dann Gäste an Bord haben und wir selber wollen natürlich auch noch was essen. Und dann ist dann schon handgestampfte Kartoffelsuppe für 40 Personen, ist dann schon eine Herausforderung. Macht aber irgendwie tierisch Spaß. Wenn man danach wieder zu Hause ist und sich selbst kocht, dann stellt man fest, dass man nur noch in großen Mengen kochen kann. Also dann muss man immer eine ganze Woche lang das Gleiche essen, weil man kriegt es dann nicht mehr hin, für 2 Personen zu kochen. Das ist einfach so. Ich empfinde das immer nach wie vor als Ehre, dass man hier mitfahren darf. Alles, was ich jetzt über Segelschiffe gelernt habe, habe ich hier auf der Malzahn gelernt. Es ist so ein bisschen schon fast eine Zeitreise in eine andere Welt. Also man ist deutlich langsamer unterwegs als auf modernen Schiffen. Und das ist schon ein ganz, ganz tolles Gefühl. Man ist so wie in einem anderen Universum. Also es ist wirklich so eine Welt für sich. Pünktlich zum Hafengeburtstag ist die Crew der Malzahn mit den Reparaturen fertig geworden. Nach vielen Stunden anstrengender Arbeit wird der fast 23 Meter lange Kutter zurück ins Wasser geslippt. Und wie bestellt scheint nach tagelangem Regen zum Hafengeburtstag endlich die Sonne. Anja und der Obmann der Malzahn, Christoph von Hören, sind bereits an Bord. Also es ist ja relativ knapp jetzt gewesen, so kurz vom Hafengeburtstag. Ja. Am letzten Tag war ich da noch recht früh. Nach 6 habe ich noch angefangen zu streichen. Hast du alles geschafft? Ist noch 2 Schichten drauf? 2 Schichten mussten noch drauf und mittags sind wir dann abgeflippt. So, ne? Aber habt ihr alles noch fertig gekriegt? Noch alles fertig gekriegt. Echt auf den letzten Drücker. 3 Wochen da und dann doch irgendwie ein Stress. Hinten raus ganz schwierig. Ja, nee, also es hat sich doch echt gut entwickelt. Hätte ich dann auch nicht mehr so gedacht. Also ich hatte schon echt gedacht, so Freitag könnte wirklich eng werden. Ja. Ich war auch echt gestresst die ganze Zeit. Ja. So bis auf die letzte Minute. Während die ersten Gäste eintreffen, startet Anja den Motor. Der 6-Zylinder muss einige Zeit warm laufen, bevor die Fahrt losgehen kann. Im laufenden Betrieb muss man alle halbe Stunde nach unten gehen und mal nach dem Rechten gucken, ob alles so läuft, wie es laufen soll. Und wenn eben was nicht läuft, dann dementsprechende Maßnahmen ergreifen. Aber bislang hat das alles immer funktioniert. Und auch heute funktioniert alles bestens. Die Fahrt zur Einlaufparade des 825. Hafengeburtstags kann beginnen. Die Gäste, die können unter Deck Kaffee und Kuchen bekommen, aber im Moment ist alles noch so spannend, dass sich noch keiner runtergetraut hat. Aber der Hunger kommt dann spätestens auf dem Rückweg. Und wenn einer mit einem Stück Kuchen hochkommt, dann kommen sie auf einmal alle. Ende Juni geht es dann nach Kiel auf die Kieler Woche. Danach gibt es eine kleine Urlaubsreise für die Crew und Richtung Dänemark und wird dann eine Überführungsturn in Richtung Rostock-Warnemünde. Und da sind wir dann Anfang Juli zu Gast auf der Warnemünder Woche und haben da jeden Tag
zwei Gästefahrten und das wird dann nochmal ziemlich anstrengend für die Crew, weil das ist ja auch unser kompletter Urlaub, den wir da sozusagen verballern. Da waren wir letztes Jahr auch schon und waren sehr viele interessierte Gäste auch da, die sich auch wirklich für Segeln und für Schiffe auch interessiert haben. Und da macht das natürlich auch Spaß.